Liebe Tiedler, your weekly dose of CrossFit in der letzten Septemberwoche. Das heißt, macht euch gefasst auf nochmal ein paar längere Ausdauereinheiten plus ein paar Benchmarks oder das Benchmark, was wir hier machen werden. Und dann sind wir auch schon im Oktober. Das heißt, lasst uns einmal reinschauen in den Montag, den 26. Bisschen Skillwork zum Beginn. Das könnten wir nutzen in unserem Mittwochs-Workout Silence. Da kommen wir später dazu. Das heißt, wir testen aus Alternating Elevated Reverse Lunges, das heißt erhöhte oder sogar Single Leg Squats, also Pistols. Und das Workout ist ein reines Bodyweight-Workout am Montag, ein sehr cooles Lift Yourself Up. Mit 50-50-50-50 Air Squats und dazwischen Parallel Dips oder Ring Dips mit angepassten Wiederholungszahlen, sodass wir hier sauber durchkommen können. Ein sehr cooles Teil für den Montag, viel Oberkörperkraft durch Dips plus ein bisschen Squats. Nachdem wir am Freitag letzte Woche Heavy Squats gemacht haben, gehen wir diese Woche an mit den leichten Bodyweight Air Squats. Am Dienstag haben wir ein wirklich cooles Workout, drückt euch nicht darum. Ein 25 Minuten M-Rap Workout und vorher ein Stamina Part dazu. Der Stamina Part sind 10 Minuten M-Rap mit dem Partner, 10 Box Step-Ups mit Dumbbells in der Hand. Das ist sozusagen Teil des Warm-Ups, um euch ready zu machen. Das ist ein I-Go-You-Go. Partner 1, 10 Step-Ups, Partner 2, 10 Step-Ups und das für 10 Minuten ongoing. Und dann der zweite Teil sind 25 Minuten Max Distance auf Meter rudern. Zwei Personen, ein Rudergerät und ihr werdet versuchen, so weit wie möglich darin zu kommen. Row your boat, drückt euch nicht um diesen Dienstag, ist ein sehr, sehr cooles Workout. Dann sind wir schon am Mittwoch, ich habe es angesprochen, den Skill-Part von Montag können wir gebrauchen für das Workout Silence. Wir werden vorher in 8 Minuten auf ein Heavy One Rep Hang Power Snatch gehen und dann das Workout sind einmal auf Zeit eben diese angesprochenen Pistols oder Elevated Reverse Lunges, 100 Stück an der Zahl, 50 Thruster mit Lightweight, also 43-30 ist das klassische Gewicht, was leicht sich anfühlen soll und 25 Hang Power Snatches, nur einmal, das heißt wir nehmen für die Thruster und Hang Power Snatches das gleiche Gewicht und ihr seht, was angesagt ist in der Fitnesskategorie, wenn ihr sagt, da bin ich richtig, ist es die leere Stange. Das heißt, wir wollen hier gar nicht, dass es uns aufhält. Wir wollen von den 50 Thruster so viele wie möglich am Stück machen. Dann kommen wir in den Donnerstag und ein Klassiker, den man mal gemacht haben sollte und den man definitiv immer wieder machen kann, Any. 50, 40, 30, 20, 10, Double Under Sit-Ups ist RX gedacht. Single Under Sit-Ups können wir machen, gar keine Späße mit mehr Wiederholungszahlen bei den Single Unders. Hier geht es um einen Sprint. Annie ist ein Benchmark-Girl. Es geht darum, wirklich schnellstmöglich durchzukommen. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass die Single Unders oder Double Unders sowieso nicht die sind, die einen wirklich aufhalten, solange das einigermaßen funktioniert. Die Sit-Ups ab der 30er-Runde, das sind die Knaller, durch die man durchkommen darf in diesem Workout. Und als wäre das nicht genug, haben wir nochmal ein bisschen was extra für euch. Wir haben noch einen zweiten Stamina-Part für diese Woche und das sind 300 Calorie Bike. In Teams of 3, aufteilbar wie ihr wollt, ihr habt 15 Minuten. Das heißt, im Schnitt sind es 5 Minuten für 100 Kalorien pro Kopf. Dass das knapp ist, ist völlig klar. Die Idee ist natürlich, dass ihr hier einen zweiten Sprint mit Pause aber hinten dran legt. Cooler Donnerstag, da werdet ihr sehen, was nochmal in euch steckt nach dem Any-Workout. Und dann haben wir den Freitag, Upside Down, 25 Minuten M-Rap. 20 Handstand Push-Ups oder 15 Pike Push-Ups mit 800 Meter Run oder 600 Meter Run und eine Minute Pause nach jeder Runde. Richtig cooles Bodyweight-Teil hier. Wir starten den Montag damit, wir haben den Freitag dafür. Jetzt guckt euch das IWT am Samstag an. Erster Part, 3 Runden, 45 Sekunden Max Strict Shoulder Press. 2 Minuten Max Calorie Row, 1 Minute Pause für die 3 Runden, danach 3 Minuten Rest und dann mit dem gleichen Gewicht 45 Sekunden Max Hang Power Clean, 2 Minuten Max Run for Meters, 1 Minute Pause nach jeder Runde und dann in die 3 Minuten Final. 20 Sekunden L-Sit oder Tuck Hold, 10 Toes to Ring oder Knee Raises an den Ringen und 10 Banded Good Mornings. So wie ein IWT aussehen sollte. Viel Spaß damit. Und dann haben wir Sunday Funday nochmal mit einem Partner. Den brauchen wir dann tatsächlich, dass der uns am Ende der Woche nochmal mit durchzieht. 50 Russian Swings, 60 Box Jump Overs und 70 Synchronized Walking Lunges. Ihr könnt das in diesen 2 Runden aufteilen, wie ihr wollt, außer die natürlich Synchronized Walking Lunges, die macht ihr gemeinsam, aber die 50 und 60 teilt ihr auf. So hat jeder von euch, wenn ihr es mittig aufteilt, 50 Russian Swings gemacht, 60 Box Jump Overs gemacht und 140 Synchronized Walking Lunges in den Beinen und dann reicht diese Woche auch schon wieder aus. Viel Spaß dabei, wir sehen uns die kommende Woche. Bis dann, ciao, ciao.